Wir reden nicht. Außer wenn sie mal wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt. So wie es aussieht, steckt sie bis zum Hals im Schlamassel. Ach so? Rose hat eine Schwester? Ja, ja. Was ist das? Nimmst du es mit doch? Mit? Ja. Oh, das hat uns ja doch einiges an Scheren gekostet, aber haha, kostet doch mal. So, das wusste ich noch. Wir kriegen ein wunderbares, geiles Zeug. Was auch immer für das ist, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist nicht so wichtig. Okay. Dann können die anderen derweil das mal hier aufmachen, vielleicht. Subukus-Königin. Boah. Never. Never. Nicht mach mal. Die hat was. Die hat Ripper. Die hat zu viele Männer. Verbutschelt, verbatschelt, verbitschelt. Komm. Und wenn die jetzt hier alle stehen würden, kämen die gar nicht dran vorbei. Und das wäre jetzt ein Scheiß. Oder? Ja. Ja, so viele Schergen habe ich gar nicht verloren. Ich kann jetzt stolz auf meine Schergen sein. So, arbeitet ihr faulen Säcke hier. Und jetzt? Ja, und jetzt? So. Habe ich jetzt mitgenommen, ne? Schaut schön aus. Oder? Nice, sauber. Gut, gut, gut. Da ist jetzt meine Fahne. Gehört jetzt mir. Das ist my base. Okay, jetzt müssen wir auch noch Häuser hier kaputt machen, um auch noch mal Boshaftigkeit zu kriegen oder Verderbtheit oder Corruption. Leute, es heißt Corruption auf Englisch. Und das ist Haus Nummer 1. Haus Nummer 1. Es gibt 4 Häuser nur hier im Himmelspitze. In Rauschigen habe ich schon alle Häuser vernichtet. Deleted. Yes. Jetzt sind hier wieder die Leute da. Letztes Mal waren sie doch auch mal verschwunden. Keine Ahnung, haben einen Ausflug gemacht. Ihr habt in der Schenke für Ordnung gesorgt? Sehr gut, Lord. Halt's Mail. Es gibt keine neuen Infektionen mehr. Welch ein Glück. Geil. So. Jetzt, das war Nummer 2. Nummer 3 und 4 sind hier weiter oben. Wo die anderen Subukusse da sind. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Aber jetzt ist hier offen, oder? Und dann sind auch die Subukusse weg. Ach, das wäre eine Freude jetzt. Weil die wären schon ein bisschen bitchig gewesen. Die sind weg. Haus Nummer 3. Haus Nummer 3. Perfekt. Und Haus Nummer 4 ist hier. Tatsächlich. Sie sind weg. Gut. Auch wieder 2%, glaube ich. Thanks, hier. 40% haben wir jetzt. Hervorragend. Oh, das ist sehr gut. Also, die Seuche haben wir jetzt bereinigt. Ich hole jetzt nochmal schnell Schergen. Grüne und braune. Mit denen werde ich durchkämpfen jetzt. Dann werden wir den dritten Boss erledigen. Ich weiß, wir haben den zweiten Boss noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch so richtig hinkommen zu Oberon. Es lief jetzt schneller, als ich gedacht habe. Wenn ich den Overlord nicht so lange brauchen würde, bis er da hinläuft, aber ich möchte sowieso. Yes, 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 yes. Übrigens, yes, 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 yes. Der Flammenwerfer, der Flammenstoß, das muss ich euch unbedingt zeigen. So. Jetzt. So, das sind jetzt 15. Oh. Und davon auch Nummer 3. Komm. Da. Maximal. Gut. Ich bin zufrieden. Nochmal einen Schluck trinken. Ist ein Orangensaft. Gut, oder? Ja. Gut, Seuche hat aufgehört. Wäre doch schön. Und dann gehen wir da rein. Brian. Wäre auch schlimm gewesen bei 3 Subukusse. Ah.
Aber wir sind noch nicht ganz drin. Wir sind noch nicht ganz drin. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt, was uns aufhalten möchte. Ich kann mich erinnern... Wir sollten aufpassen. Mensch, ich räusere mich so viel. Tut mir leid, aber... Nee, es ist irgendwas im Hals. Ja, ich weiß nicht was, aber es ist was zum Räuspern. Ein geiles Schloss hier. Der ist sehr verrückt. Schade, dass er... ach ja, da hätte ich auch hingehen können. Ferdinand heißt und nicht David, aber der ist genauso verrückt wie David. Ja. Ja, der ist auch so creepy. Richtig verrückt. Gut. Ah, heilige Höhlen. Nach den himmlischen Freuden heilige Höhlen. Ach, schaut mal. Ich will noch mal kurz zeigen, weil es jetzt geht. Oh, Flammenstoß. Weil... Bringt ihr mir das? Yes, deswegen. Also kann man richtig abfackeln. Vorher war es Glut und jetzt ist es Flammenwurf, ja. Yep. Flammenwurf. Was haben wir? Wir haben sein Festel zerstört. Mei. Oh, automatische Speicherung. Wie ich sehr liebe, die Kontrollpunkte. Ja, René, gell? Kontrollpunkte, da kannst auch ein Lied davon singen. Nein, 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 blablabla, bleib bei mir. Yes, da ist nämlich der Typ da. Da ist er nämlich, da hockt er. Ah. Ich weiß jetzt nicht, kann ich schon anvisieren? Naja, ich muss eh wahrscheinlich richtig rein. Oder ist er mit seinem Stäbchen? Du? Du? Haben wir dich nicht tot in diesem elenden Turm zurückgelassen? Du solltest definitiv nicht ohne Einladung bei meinem Fest auftauchen. Noch dazu in diesem Aufzug. Der kennt mich? Der kennt mich? Habt ihr es gehört? Ah. Oh. Ach ja, alle. Das war jetzt gar nicht so dumm. Okay. Okay, das ist ja gut. Eigentlich alle sind da eigentlich genau richtig. Dann werden sie einfach alle überrannt. Übrigens, der kennt mich anscheinend. Der Mongo. Kann man das aufmachen? Auch, ich habe meine eigenen Scheren geschlagen. Oh, der kennt mich. Gut. Irgendwann werden wir erfahren, wer wir wirklich sind. Ja. 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 Ich will noch nicht so viel sagen. Obwohl, jetzt müsste es fast schon fast klar sein. Ach ja, der hat doch mehrere Phasen. Ich, ja, ja. So, ihr bleibt natürlich schön hier, oder? Ja. Yeah. Ich habe 30 Schergen bei mir. Oh, die sind alle rot. Das ist so nach dem Motto, erkenne den richtigen Mongo. Und kill him. So, wieder zurück. Wir dezimieren so ein bisschen. Schemisselnanissel. Doch, doch, das war eine Frau. Sie sterben, um mich zu erfreuen. What? Mironitäter. Ich weiß jetzt nicht, ob wieder natürlich sehr viele kommen, aber... Ja, kommt, guck, 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 nicht zu weit in die Höhle des Löwe. Töte nicht alle meine Gäste. Ja, natürlich ist jetzt Grüner mal tot. Die sind ja so, die sind nämlich auch ganz schön fiese. Die, oh nee, jetzt. Warum Grüne? Warum Grüne? Was macht ihr Grüne? Nein, nicht sterben. So, wieder zurück. Es sind schon wieder drei Grüne tot. Oh. Ja, ich weiß. Ich bin vorsichtig. Jetzt, wir müssen erst einmal gucken. Jetzt kommt. Kommt, 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 kommt. Das funktioniert ja gut. Die Braunen sind etwas stärker. Das Leben ohne Schmerz. Ja, ich weiß es nicht. Sie sterben, um mich zu erfreuen. Ah. Da. Brüste. Naja, gut. Immerhin bietest du ein wenig Unterhaltung. Aber komm mir nicht zu nahe, Tagelöhner.
Der spinnt doch, ne? Was ist jetzt los? Au. Oh. Der hat's schon, ne? Einfach mal fest drauf hier. Einfach mal wieder herholen, bitte. Ach, Grüne. Ah ja. Schmerz kann so schön sein. Ah, die Grünen machen schlapp. Aber. Jetzt weg mal wieder. Jetzt lauft er weg. Ich kann nicht glauben, dass ich so lange versucht habe, gut zu sein. Ich dachte, nur die anderen hätten Spaß. Och. Jetzt. Töte nicht alle meine Gäste. Die nerven so. Vielleicht hätte ich gar nicht so alle töten müssen. Warte, 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 warte. Die nerven mich alle so. Oh. Ja, wirklich. Das sind blöde Hochzeitsgäste. Komm, bring sie doch alle um. Warum gibst du dich mit Vieh ab? Kleinvieh macht auch Mist. Ja, oder. Oh, die Braunen sind ja gar nicht mal draufgegangen, ehrlich gesagt. Boah, die Braunen sind so awesome. Ja, die kommen ja wieder, oder? Ja. Habt ihr euch beruhigt, alle? Habt ihr euch alle beruhigt? Bitte. Ich kann dir gar nichts sagen. Kommt mal alle her, Schnitzel. Die Fesseln der Moral und antiquierter Dogmen abzuwerfen. Mhm. Braune sind gar nicht draufgegangen. Die Grünen haben schlapp gemacht. Jetzt sehe ich gerade. Böses Feng Shui. Böses, ganz böses. Boah, ja, shit. Ja, gut. Ja, die Braunen, die haben natürlich schon auch Power. Ordentlich. Da zwiebeln sie rein. Ja, den kriegen wir jetzt noch down. Den kriegen wir noch down. Nächste Runde. Mit diesem Mongo. Looky Cookie. Was ist das hier? Riesenraum. Nein. Bleib doch mal still, Mädchen. Ich will. Oh. Alles da. Boah, diese Schnepfen da. Ich bin die böse Supercars. Ich bin so blöd und blöd. Du bist gar nicht ungeschickt, Bauer. Hä? Aber bilde dir nicht zu viel ein. Ich bin besser. Ah, du machst mir Sorgen. Jetzt, ich hab die doch gar nicht umgebracht. Doch, jetzt. Schau mal, Flammenwurf und tot ist die Bitch. Okay, zwei Brenne habe ich verloren. Ach, Mann. Oh. Ja, Nudel. Okay, na gut. War. Zwei Suku-Küsse. Tu, da muss ich irgendwas reinstecken. Ich bin hier. Und dieser geizige Zwergenkönig bekommt seine Hochzeitsgeschenke nicht zurück. Wenn ich keine Hochzeit bekomme, will ich wenigstens Geschenke. Oh. Das ist Vanessa. Oh, klingt die heiß. Oh. Oh, wow, wow, wow. Oh, oh. Jetzt kommt Endfight mit diesem Mongo. Der Zauberer hat mir gezeigt, wie ich frei sein kann. Diese Freiheit lasse ich mir von dir. Du warst dir mal Paladin, du warst nicht. Mal. Du warst mal der. Och, der hat wieder volle Lebensenergie. Och. Wisst ihr? Was soll denn der? Greifst du mich von hinten an? Ja, ich mach das normalerweise. Ja, eigentlich sind die Nerven und die Nerven eigentlich nur. Keine Ahnung, warum die. Ach, da ist er! Der passt ja. Jetzt ist er doch gleich tot. Komm. Jetzt ist erledigt. Oder?
perfekt abgefackelt einfach nur. Jetzt strecke mich nieder mit deinem Schwert. Ja, wieso hüpfen da? Yeah. Strecke mich nieder. So, letzte Wünsche noch. Ja, ich möchte eine Schlumpfine. Was? Dammit. Yes, dude. Der war doch ziemlich einfach voll abgefackelt. So, jemand kann den seinen Stock nehmen. Glaube ich. Yes. Jetzt hat einer seinen Stock. Der da. Der Mutantenzipfel hat seinen Stock. Okay. Und den anderen Stock. Den müssen wir dann. Ja. Reinstecken. Jetzt hast du den wieder ausgelassen. Du Grüner, du. Ja, wir haben gar nicht mal so viele verloren. Ey, das hat schon eigentlich gewirkt. Aber gut, wir haben uns auch ein bisschen Mana gekostet. Jetzt schauen wir uns die schöne Vanessa an. Die Vanessa ist aber auch ein Stück, ich sag's euch. Oh, die ist freizügiger als die Rosa. Von allem, was ihr gesehen habt. Steck's rein, Brian. Komm. Yes. Oh, yeah. Sind genau 13. Jetzt kommt dein Geschenk. Ja. Ja, dein schönes Geschenk. Ja. Eine vollgeschissene Rüstung, die du waschen kannst. So, da ist sie nämlich, die Olle. Oh, hallo, dunkler Fremder. Oh Gott. Die Gerüchte werden euch nicht gerecht. Oh, wie das wabbelt. Ihr habt ein Geschenk? Kleine Kobolde? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Bringt mir das nächste Mal etwas Glänzendes und Teures. Aber lasst mich euch danken. Es geht ihr scheinbar gut. Sie kommt allein zurecht. Oh, was für ein Schnuckelchen. Seht ihr? Das müsste nur ein bisschen wegflutschen. Knall, ab in die Ecke. Wegflutschen, dann sieht man alles. Ich gehe runter und kümmere mich darum. Jetzt kommt sie auch noch. Leider nur Platz für eine Mätresse. Oh. Zu schade. Normalerweise würde ich auch Rosa nehmen. Aber willst wir spielen ja jetzt böse. Die große besorgte Schwester spielen und mir den Spaß verderben? Ich war gerade dabei, meinen Retter besser kennenzulernen. Fürst Ferdinand hat sich einen Sexdämon angelacht, eine elende Seuche ausgelöst und jetzt ist er tot. Ich verstehe, dass du durcheinander bist, aber halte dich aus meinen Dingen raus. Ach, er hat es einfach übertrieben. So ist... Ganz kurz mal, wählt eure Mätresse aus. Ist das. Ich wollte ihn gerade verlassen, als er mich hier eingesperrt hat. Oh. Und jetzt seid ihr gekommen, mein schwarzer Ritter. Ich würde die Fähigkeiten seiner roten und grünen Kobolde stärken. Ah. Und ich könnte so viel mehr für euch tun, mein Schatz. Ach, besonders, Gott. Wenn wir dieses Bett mitnehmen. Ja. Hört nicht auf sie. Hört nie auf sie. Das ist der erste große Fehler. Dreht am Türrad und dann los. Also Mädels. Das ist schon blöde Wahl, ne? Aber sie hat so eine sanfte Stimme. Oh, sie ist so geil. Ach, sie streichelt immer meinen Po so sehr. Einfach ein armes Aber sie, ohne Schutz. Und sie ist rot gekleidet. Und sie ist unglaublich. Die Süß gekleidet. Ich nehme sie. Nehmt sie mit. Schaut ihr sie nicht her? Gut gewählt. Pack deine Koffer, Schwesterchen. Und ich dachte, irgendwo unter dieser Rüstung steckt ein Gehirn. Nein! Jo. Tja, ihr wolltet, dass ich böse spiele. Ihr nicht? Ihr könnt jetzt eure roten und grünen in euren Privatgemächern aufwerten, Herr. Oh ja. Schatz, wir werden so viel Spaß haben. Oh. Ihr? Ich? Ein paar hilflose Gefangene. Wo schauen die das hin? Das wird so romantisch. Oh. Komm jetzt, Baby, zeig's aber mir. Aber die Kobolde bleiben draußen. Ah. Komm jetzt. Ihr solltet diesen Ort wirklich so einrichten, dass er einer Dame gefällt. Bringt mir ein paar hübsche Sachen. Dann werde ich euch dafür entschädigen. Oh ja.
Schau mal, wie dunkel ich schon geworden bin. Schaut mal, wie dunkel ich schon geworden bin. Boah. 50% haben wir jetzt geschafft. Oh,